So, da sind wir wieder. Und ich möchte nochmal, bevor wir jetzt weitermachen, kurz darauf hinweisen, ich werde jetzt das auch immer in HD hochladen. Das heißt, schaut es euch auf Vollbildschirm an, das macht viel her. Ich habe mir das selbst nochmal angeschaut auf YouTube. Und ja, dreht Sound voll auf und dann kann das Spiel seine wahre Wirkung auch entfalten. In die Raffinerie. Das Leintuch roch nach Wüste und feuchtem Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er, oder vielleicht zu wenige? Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich bin schon richtig gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, ein dunkler Gang. Okay. Oh, oh, oh. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Boah, hier ist echt so dunkel, ich sehe gerade gar nichts. Krasser Scheiß. Okay. Es geht wieder los. Oh nee. Die Warnung, Feinde können in der Nähe sein. Ach du Scheiße. Ich frage mich immer, also ich habe noch keinen einzigen gesehen, keinen einzigen Gegner. Und ich meine, da ist einer. Habt ihr ihn gesehen? Der erste Zombie. Okay, ich soll die nicht zu lang angucken. Der erste Zombie. Ach du Scheiße. Oh, jetzt wird's perzig. Ich soll die irgendwie nicht zu lang angucken, weil dann mein geistiger Zustand. Krasser Scheiß. Oh, Leute. Leute. Beruhig dich, hier ist doch nichts. Also schon, aber ich habe doch gar nichts gesehen. Okay, wie gehe ich vor? Ich werde durch diese Tür gehen und die dann hinter mir schließen. Und ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich glaube, das ist dann auch ein Vorteil, warum es hier so dunkel ist. Oder dass es hier so dunkel ist. Das war laut. Okay, hier sieht es auch gleich entspannter aus. Oh, Öl. Ah, toll. Sackgasse oder... Ach nee, da ist eine Tür. Ja, jetzt ist wohl wirklich auch wichtig, die Türen zuzuschließen. Wenn hier einer... Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Also, ihr müsst echt auf Vollbildschirm machen, damit ihr alles erkennt. Okay, wer weiß, was hinter dieser Tür lauert. Die Frau vom Nikolaus. Ich meine, ich habe ja auch gar keinen Plan, was ich machen muss. Ich könnte mal nachschauen. Ups. Ja, gar nichts. Okay. Nee, ja, klar, Alexander finden, aber... Oh, was ist das? Laudano. Körperlicher Zustand wird verbessert. Oh. Scheiße. Kommt der... ich passe hier nicht durch. Mach mal die Tür wieder zu. Du sollst nämlich zu. Du sollst nicht aufgehen. Bleib zu. Bleib einfach zu. Boah. So, jetzt hier die Nachricht. Hier habe ich doch schon die ganze Zeit im Auge. 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Mm-hmm.
interessant. So, weiter geht's. Ich hoffe, die Türen halten. Also, ich glaube nicht, dass Zombies imstande sind, Türen zu öffnen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Zombies sind. Allein die Vorstellung, ein Zombie, der eine Klinke drückt. Naja, ach nee, die haben gar keine Klinke. So, weiter geht's. Meine Fresse. Jetzt wird's langsam echt herzig. Lass ich die auf? Nee, die Tür da ist zu, das heißt, ich lasse sie auf. Boah, was geht mit ihm ab? Der lässt sich hier wieder steuern wie so ein, keine Ahnung, schwer besoffener Mensch. Geradeaus oder rechts? Geradeaus ist gerade eine Tür auf, da gucke ich mal rein. Ja, ich öffne einfach mal. Mach ich mal zu. Ich habe das Gefühl, ich gehe im Kreis, aber das werde ich dann schon noch merken. Wie ist eigentlich mein Zustand? Ich habe Schnittwunden und ein paar blaue Flecken. Aha. Geistiger Zustand. Punkt, 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 ja. Oh, Leute. Noch eine Tür. Wie viele Türen muss ich noch öffnen? Aus wie der Anfang mit den Weinfässern. Und am Anfang war ein Zombie. Hier sieht's nicht so nach Zombie aus. Ich mache mal hier die Tür zu. Ich habe mich darin geübt, die Türen leise zu schließen. Da bin ich gerade vorbeigekommen, da wäre ich also in diesen Raum gekommen. Meine Fresse, Leute. Leute, Leute. An der Tür da hinten bin ich, glaube ich, auch. Wo geistert denn der Schlingel rum? Meine Fresse. Ne, da komme ich her. Oh, genau. Was geht ab? Was geht ab? Ich kriech am Boden. Steh auf! Jetzt habe ich so ein Piepen im... Meine Fresse. Felsen. Nee, das ist nicht der Anfang, oder? Nee. Da bin ich... Da wäre nämlich jetzt dort eine Tür. Oh Gott, Leute. Aber das sieht hier extrem aus, wo ich herkam. Eine Karte wäre echt toll. Ich habe auch einen klasse Orientierungssinn. Ne, hier komme ich her, oder? Ich habe keinen Plan. Ich werde es erfahren. Ich geiste hier schön im Kreis. Irgendwo muss ja auch noch ein Zombie sein. Also, der kann da nicht vom Erdboden verschluckt sein. Hm. Ja doch, das ist der Anfang. Scheiße. Oder? Ja doch, da waren... Ja doch. Kacke. Rennen wir mal. Ein bisschen Zeit aufholen. Also, ich fasse zusammen. Ich bin im Kreis gerannt. Das heißt, irgendwie muss in der Mitte etwas sein. Ich bin ja quasi einmal ab außen meine Runde gemacht. Da hinten ist vorhin der Zombie lang gegangen. Da bin ich aber auch hingegangen und... Stimmt. Und dann bin ich links gegangen. Gehen wir jetzt mal rechts da, wo er hingegangen ist. Juhu. Aber warum ist er eben auf den Boden gekrochen? Das macht mir auch irgendwie so ein bisschen Sorgen. Weil wenn ein Zombie hier irgendwie rumlungert, dann sollte man nicht am Boden kriechen und... So, hier muss er theoretisch reingegangen sein, weil hier die einzige offene Tür ist. Nee. Moment, hier komme ich ja her. Hier bin ich ja gerade hergekommen. Das gibt's doch nicht. Höchstens bei Roller. Meine Fresse, was ist hinter der Tür?
Ah ja, jetzt bin ich hier. Wo ist der Zombie abgeblieben? Hier, die Tür, glaube ich. Hier war ich noch nicht. Aha, von der anderen Seite blockiert. Die Tür zum Hinterzimmer ist versperrt. Finde einen Weg, um hineinzugelangen. Jetzt höre ich so eine eklige Fliege, kann ich mal abhauen. Boah, Igitt, was ist denn das? Das eklige Glibberzeug. Also irgendwie muss ich jetzt einen Weg finden, der da reinführt. Ich mache erstmal alle Türen zu, es muss ja irgendwo hier sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Das eklige Glibberzeug. Mache ich hier mal zu. Ich bin übrigens die ganze Zeit nur am Kriechen, weil das soll ja weniger Aufmerksamkeit erregen, habe ich gehört. So, alle Türen zu. Ich bin hier schön in Ruhe. Das Teil pulsiert da schön, ist ja lecker. Und ich suche jetzt einfach mal irgendwie die, keine Ahnung, da oben, lass man da auf den Tisch und dann. Ich glaube, so flexibel ist das Spiel nicht. Hier irgendwas in der Wand. Beim Tisch, so ein Loch oder so. Nee. Muss ja theoretisch irgendwo an dieser Wand sein, weil da ja das Hinterzimmer ist, wo ich hin will. Oder natürlich von einem Nebenzimmer dann irgendwie eine andere Wand. Hier irgendwie das Teil aufschlitzen, wenn ich da was gegenwerfe. Irgendwie ist es dann kaputt platzt. Scheint sehr stabil. Kann ich den Tisch nehmen? Bin noch jung und stark. Vielleicht mache ich hier erstmal Licht, weil sonst gibt mein. Obwohl, nee. Wäre es halt irgendwo ein Zombie rum. Das wäre jetzt nicht so gut, wenn er. Vielleicht doch Klinken drücken kann, hier reinkommt und da stehe ich im Lichte. Ach. Aha. Da brat mir doch einer einen Storch, wenn das nicht hier das Richtige ist. Da ist Licht an. Naja, mal schauen. Wenn ihr Licht an ist, müsst ihr eigentlich hier. Was wollte ich sagen? Keine Gefahr sein. Oh Gott. Leute, Leute. Was geht hier ab? Ich stehe mal wieder auf. Ruhe. Enthält einige Tropfen Öl. Die Laterne ist mit einigen Tropfen Öl aufgefüllt. Das ist doch schön. So. Hier ist nichts. Gehen wir mal weiter. Was ist hier? Das ist eine Tür, die versperrt ist und das ist eine Kurbel. Eine Kurbel für ein Seil. Und da, aha! Eine Klappe. So, ist hier sonst noch was, irgendwas, was man gebrauchen könnte? Vielleicht mal ein Schwert oder so, das wäre toll. Aber nee, dann wäre das, glaube ich, nicht Amnesia hier. So. Ja, betätigen wir die Kurbel. Ach je, sie steckt fest, als hätte ich es geahnt. Was sagt uns das? Mit dem Seil lässt sich die Luke nicht öffnen, etwas muss die Rolle blockieren. Rolle blockieren. Die Rolle. Also diese Rolle blockiert nichts. Diese Rolle blockiert auch nichts. Jedenfalls kann ich da irgendwie nicht anfassen. Nee. Ah, ein Stück. Das müsstest. Nee, kann ich auch nicht. Kann ich nicht anfassen. Ja, nee, aber das ist doch offensichtlich, dass es blockiert. Ah, doch. Tidim, tidim. So. Jawohl. Die Klappe ist auf. Ja. Soll ich da jetzt wirklich runter? Ja, machen wir jetzt mal, ne? Machen wir. Ja, wenn ich drunter passen würde. So. Ja, hier geht die Glibberparty weiter. Und das beunruhigt mich jetzt mal gar nicht. Ich gehe einfach straight weiter. Hier ist ja über Licht, also. Und hinten kann ich nicht lang. Und da ist eine Tür. Na, wir kommen an unser Ziel bestimmt näher,